So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute gab es natürlich um 9 Uhr wieder die Wochenbelohnungen. Wer da 100 Kilometer geschafft hat, dann natürlich wieder 10.000 Sternenstaub extra bekommen oder 6.000. Auf jeden Fall könnt ihr 24.000 Sternenstaub bekommen, wenn ihr die 100 Kilometer schafft und ein Sternstück anhabt und alles mögliche. Das ist also das Maximum, was ihr jetzt immer aus der Wochenbelohnung rausziehen könnt. Schreibt ihr mal rein, wie viel ihr geschafft habt. Leider ist bei mir jetzt nichts mehr da. Da steht nämlich nur 0. Du bist die Woche 0 Kilometer gelaufen, da ich leider schon online war. Und irgendwie ich habe es nicht abgeholt. Ich bin extra wieder raus. Hab gedacht, das mache ich dann extra im Video. Aber irgendwie hat das schon dazu gezählt, obwohl ich nicht auf Belohnungen abholen gegangen bin. Jetzt also wieder bei 0. Leider Gottes, es waren glaube ich 111 Kilometer. Ich habe da ganz andere Leute gesehen, die Woche mit 300 noch was. Die gehen richtig ab. Und hier sitzt noch ein Tentakul, also ein Tentacher. Das tippen wir mal kurz an. Ist leider kein Shiny, aber darum geht es jetzt erstmal. Shiny Tentacher, denn ihr wisst ja, die sehr effektive Woche ist noch im vollen Gange. Bis morgen Abend 22 Uhr ist das, glaube ich. Bis morgen Abend 22 Uhr ist auch das Cobalium in den Raids. Sprich, ab Mittwoch könnt ihr dann also Terrakium raiden. Jetzt gucken wir aber erstmal in den Beutel. Ne? Geben wir hier Tentacher ein. Und dann sehen wir hier schon 4 Shinies, ganze 4 Shinies. Mit dem einen bin ich ja jetzt die ganze Zeit gelaufen. Open Sea Day, wisst ihr Bescheid, immer am Sea Day dann den Levelaufstieg machen. Und das ist ein Glücks-Pokémon, was sagt uns das? Das ist wieder mal nicht selber gefangen, das ist getradet. Und so viel Pech wie ich habe, ist es natürlich wieder lucky geworden. Da habe ich mich wieder richtig abgekotzt. Deswegen brauchte ich natürlich noch 2 andere. Pupsi hat mir ja ein Shiny Pandya besorgt, dafür habe ich noch eins gefangen mit WP13, was ich ihr dann abgeben kann. Da freut sie sich bestimmt. Wir wollen jetzt aber wieder das Höchste entwickeln und uns mal angucken, wie das dann aussieht. Ne? Tentoxa, jetzt habe ich nämlich den Namen vergessen gehabt. Das Höchste ist eigentlich das Lucky, leider Gottes. Das lassen wir aber so. Wir nehmen uns das 857er. Das entwickeln wir einmal durch mit 50 Bonbons. Shiny Tentacher zu Shiny Tentoxa. Habt ihr ein Shiny Tentacher bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Wie findet ihr das Shiny allgemein? Also ich fand genau gerade diese roten Knubbel, die er da am Kopf hat, die dann grün waren, sahen einfach richtig genial aus. Auch hier. Ich weiß nicht, ich glaube vorher sah das Grün einfach besser aus. Sieht aber immer noch genial aus. Auf jeden Fall Shiny Tentoxa am Start. Wie viele Arme das einfach hat. Ist schon ein cooles Pokémon. Ich feiere ja sowieso alle Pokémon aus der ersten Generation am meisten. Die waren noch richtig brutal und böse. Alles andere ist dann immer so verniedlicht. Das 408er werden wir also so auf der Hand behalten. Da machen wir auch gleich mal einen Stern dran, dass wir das nicht verschicken. Da seht ihr das Grün, das sieht doch richtig genial aus, wie ein Smaragd oder irgendwas. Und das 13er können wir dann tauschen, können wir abgeben. Da mache ich mal einen Punkt dran, die ich weg tauschen kann. Die sind ja immer beschriftet. Und weil es so schön war, entwickeln wir einfach auch mal das Lucky Shiny. Vielleicht sieht das ja dann gar nicht mehr so schlimm aus mit dem Hintergrund, wenn ein größeres Pokémon da sitzt. Wir gucken uns das mal an. Der Name bleibt ja gleich, Open Sea Day, dann laufen wir jetzt einfach nicht mehr mit Tentacher, sondern mit Tentoxa rum. Wie gesagt, schreibt ihr mal rein, ob ihr eins bekommen habt oder wie viele ihr bekommen habt, wenn ihr mehrere bekommen habt. Und dann gleich natürlich auch die Frage, was mir letztens schon durch den Kopf gegangen ist. Ich glaube, ich hatte das mal irgendwo erwähnt. Ich habe ja immer noch so viele Shinies auf der Hand rumliegen. Theoretisch habe ich eigentlich alle Shinies und alle Familien, die es gibt. Ich habe die meisten aber einfach noch nicht entwickelt. Ich habe noch nicht mal Taubsi durchentwickelt. Ich habe 3 oder 4 Shiny Taubsi. Jetzt die Frage an euch. Was möchtet ihr, was ich mal entwickle? Wir können da ja so Themenvideos machen, wie ich das auch bei der Poolparty, bei der Shiny Poolparty mit Ismo gemacht habe. Passend zum Pool habe ich alle schillernden Wasser-Pokémon und alle schillernden Eis-Pokémon entwickelt. Denn für eine Poolparty braucht ihr Wasser und Eis. Dann als das mit den Rockets war, habe ich natürlich die vom Typ,
nicht vom Typ, aber die zu Team Rocket gepasst haben, Smogon, Rattan und so weiter, Mauzi, die durchentwickelt. Man könnte also verschiedene Themensendungen machen, wo man einfach eingibt, schillernd und Kampf und entwickelt alle schillernden Kampf-Pokémon und zieht sich da die Familien ran, beziehungsweise gucken wir auch drauf, welche kann man nicht entwickeln, welche sind aber da oder welche waren schon entwickelt oder schillernd und Pflanze. Nur so als Beispiel, man kann auch bestimmte Bereiche machen, schillernd und Alola wäre natürlich auch eine feine Sache. Alle Shiny Alola-Pokémon in einer Sendung zeigen und entwickeln, die noch nicht entwickelt sind, die ganzen Familien oder Shiny und Baby. Alle schillernden Babys aus Eiern, inklusive Pantimimi, die einfach nehmen, die durchentwickeln, dass man aber immer noch Pantimimi hat und aber auch das Pandimos und alles Mögliche oder Elekid habe ich auch immer noch nicht entwickelt, gerade wo das Electek so genial aussieht, weil das so orange aussieht. Schreibt ihr aber mal eure Tipps rein, nicht eure Tipps, eure Vorschläge. Was soll ich mal machen? Welches Thema einer der nächsten Sendungen betreffend auf Shinies wollen wir gehen? Schreibt ihr einfach einen bestimmten Typ rein. Typ Geist, Typ Gift, Typ Pflanze, sonst was. Irgendwie, das mit den meisten Stimmen wird als nächstes dann in der Sendung entwickelt. Und dann gucken wir natürlich auch, wie viele haben wir davon. Geist und Unlicht ist natürlich nicht so gut. Die haben wir erst zu Halloween jetzt entwickelt. Oder halt auch das mit den Alola-Pokémon oder das mit den Babys. Können wir auch natürlich nennen. Das wären krasse Ideen von mir. Vielleicht habt ihr aber andere Ideen und man kann irgendwas verbinden. Wenn ihr einfach reinschreibt, Schillern und Gift und Schillern und Flug. Oder einfach nur Flug. Ich weiß noch nicht, kommt drauf an, wie viele da sind. Ich gucke vorher, wenn es nur ein oder zwei sind, dann werde ich vielleicht zwei Begriffe zusammennehmen, dass wir da mehrere haben. Und ja, sonst habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich hoffe, das kam jetzt an und die Leute vergewaltigen mal den Like-Button und schreiben da was rein, was ihr gerne für Typen sehen wollt an Shinies, dass wir irgendwann mal alle Shinies durchentwickelt haben und wirklich die ganzen Familien auch auf der Hand vereint. Dann wird mein Plan für die Woche sein, heute also das Shiny-Video mit dem Shiny-Aufruf. Morgen, wo der letzte Tag Cobalion da ist, möchte ich aber keinen Cobalion-Raid zum Abschied zeigen, sondern was Besonderes, ich habe ein Video gemacht über meine Lieblings-YouTuber, die Pokémon Go spielen oder gespielt haben. Das Lustige ist, ich setze mich dahin, mache eine Stunde Video, habe das auf meinem PC rumgammeln, 10 Jahre, und dann kommt BisaFanTV und macht einfach Video über Top 5 YouTuber, Pokémon Go YouTuber, die aufgehört haben. Ist natürlich, dann heißt es wieder, ja, der Ramses, der macht alles nach, aber ich habe ja die Idee gehabt, das so zu machen, meine Lieblings-YouTuber das so zu zeigen. Das sind natürlich auch Leute dabei, die kein Pokémon Go mehr spielen, aber mal gespielt haben. Deswegen wird es da vielleicht Leute geben, die er genannt hat und ich genannt habe. Ich habe sein Video noch gar nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Mache ich natürlich noch und werde morgen am Dienstag also eine besondere Folge hochladen. Meine Lieblings-Pokémon Go-YouTuber. Da ist natürlich auch BisaFanTV selber dabei, aber auch Sabrina spielt, falls ihr die kennt. Aber gut, vielleicht soll ich nicht zu viel verraten, wer da alles drin vorkommt. Ich kann nur so viel sagen, Spiele drin ist nicht auf der 1, wer das vielleicht dachte. Aber jetzt habe ich schon wieder gespoilert, also lasst euch mal überraschen morgen. Meine Lieblings-Pokémon Go-YouTuber morgen in der Folge. Mittwoch gibt es dann kein Raid am Mittwoch. Raid am Mittwoch wird es wieder am Donnerstag geben diese Woche, denn Mittwoch möchte ich euch dann den ersten Terrakium-Raid zeigen. Da werde ich mich auf Lauer legen, wenn dann früh was aufgeht und die Helligkeit einigermaßen gegeben ist draußen. Also ich denke mal so ab 9, ab 10, spätestens ab 10, um 6, 7 ist es natürlich noch dunkel, glaube ich. Vielleicht ist es jetzt wieder anders. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall werde ich Mittwoch dann versuchen, den ersten Terrakium-Raid für euch zu machen, den zeitnah rauszubringen. Mittwoch ist sicherlich dann auch die legendäre Raid-Stunde schon mit Terrakium, was ja ein sehr nützliches Pokémon ist. Da kann man da auch mal 2, 3 mitnehmen, auch an der X-Raid-Arena natürlich wieder. Und wie gesagt, Donnerstag dann also Raid am Mittwoch, wieder einen Tag später, aber das könnt ihr sicherlich verkraften, denn Terrakium ist erstmal wichtiger, ist interessanter. Wie viele Leute braucht man? Angeblich kann man das mit 3 machen. Ich werde das mit 3 Accounts dann mal probieren, so gemütlich. Und wie lässt sich das fangen? Wie verhält sich das? Wie sieht das aus? Habe ich vielleicht gleich ein gutes dabei? Gleich ein 100er? Und eigentlich müssten wir noch ein Abschiedsvideo von Cobalion machen.
wo ich mein Höchstes, mein Bestes maxe. Denn mein Bestes ist wirklich ein Bestes, muss man so sagen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Da fehlen mir nämlich noch Bonbons. Dadurch, dass man jetzt aus den Fünfer Raids keine Sonderbonbons mehr bekommt, beziehungsweise meistens nur noch eins, wo man sonst 6, 7, 10, 1000 bekommen hat. Und das ist ein bisschen problematisch, weil ich alles in Regigigas reingesteckt habe. Wenn ich da mal eins aus dem X-Raid bekommen, was gute Werte hat, dass ich das gleich hochziehen kann, denn das ist auch eins meiner absoluten Lieblinge gewesen. Jetzt habe ich also 300 Regigigas Bonbons, aber 20 Cobalium Bonbons, weil ich da wirklich nur einen Raid am Tag gemacht habe. Wir werden aber eine Auswertung machen noch von Cobalium irgendwann in 10 Jahren, wenn es nicht mehr aktuell ist. Ihr kennt mich ja. Also schreibt ihr rein natürlich, habt ihr einen Shiny Tentara bekommen? Was soll ich in den nächsten Shiny-Entwicklungsfolgen mal machen? Welche Typen? Schreibt da einen ganzen Typ rein, dass wir verschiedene Pokémon zu dem Typ in der Sendung haben und entwickeln können für die Familien. Dann Dienstag, also das Lieblings-YouTuber-Video, meine Lieblings-YouTuber für euch zusammengefasst. Geht ungefähr eine Stunde, glaube ich. Ist aber ganz interessant, denke ich mal, auch meine persönliche Meinung dazu den einzelnen YouTubern. Und Mittwoch Terrarium, Donnerstag Raider-Mittwoch. Ihr seht, die Woche ist schon wieder komplett. Vielleicht mache ich das mit dem Cobalium noch dazwischen irgendwann. Das sehen wir dann. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, nämlich morgen. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.